meine Mutter, das ging alles gut, solange das alles genau ging, wie sie wollte. Jeder musste sich um sie kümmern. Und die hatte einen gewissen Charme, das wäre auch noch Danke dazu sagten. Das ist eine Begabung, die ich noch nicht habe. Und vor allen Dingen, man musste sich Mühe geben, um mit ihr zusammen zu sein. Denn sonst wollte sie lesen und Briefe schreiben und was war unter den Tisch, weil die hatte keine Lust auf Kinder gesperrt. Man musste schon was Erwachsenes sagen oder was irgendwie Hand und Fuß hatte. Ne? Dummes Kindergeschwatz, da gab es keine Hoffnung. Genau, ja, ich halte das für die beste Methode, vor allen Dingen für jemand, so wie ich mir vorstelle, wie ich war. Ne? Mein Vater hatte eine andere Qualität, was auch von einer anderen Epoche ist. Aber das passte gut zu meiner Natur. Er hasste Geld aus dem Fenster schmeißen. Hätte er besser getan, aber auf jeden Fall. Naja, aber für Kleidung, da gab es keine Grenzen. Er selber war ziemlich kokett, meine Mutter spricht gar nicht von. Und er sagte zu mir, weißt du, wenn du gut angezogen bist, die Hälfte der Arbeit ist gemacht. Das macht alle Türen auf. Und so hat er mich schon mit 14, 15 mit Kleidung von Erwachsenen verwöhnt. Und das hat mir im Leben auch geholfen. Ich soll als Kind sehr frech und beinahe aggressiv gewesen sein. Und zum Beispiel ist zwei, dreimal passiert, dass so pädophilen Männer und Frauen versucht haben, mich zu attackieren. Aber das ist nichts passiert, kann ich Ihnen gleich sagen. Und dann rannte ich zu meiner Mutter, der ich alles erzählte. Und wissen Sie, was die gesagt hat? Ist doch deine Schuld, guck dich mal an. So wie du dich benimmst, das ist normal.